stop this ship from sailing. Ooh, now that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't you die on me yet. My fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough. All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. This the exit, bro. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Sehr schön. Ach, macht die kranke Feder hier eigentlich? We gonna trick this whip or what? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Fahrzeug reparieren. All right. Good as new. Okay. Like I said, bro, trick it. We trick it. Have a good one. Damn! Jetzt habe ich die Fettbacke am Hals. Der ist mir unsympathisch. All right, man, I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit fraud guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership.
And someone steals my whip. And Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Yo, Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Right to Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Ich krieg nur die Hälfte vom Text mit. Sorry, aber ich kann nur die ersten paar Sätze lesen, Wörter, und dann ist Geschichte im Schacht bei mir. Der Nachteil, wenn man kein Englisch kann. Kommt mal halt zu, oder? Auf jeden Elend. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Vater und Sohn, die Mission habe ich noch gar nicht gespielt. What the fuck? Was geht ab, ey? Franklins Fahrzeug Manane wurde beschlagnahmt. Wieso das denn jetzt? Warum wurde das beschlagnahmt? Was macht die Karre eigentlich hier draußen? Was? Den anrufen für eine Verabredung. Seid ihr wahnsinnig? Hey, look, man. Look! You were like a son to me! Employee of the month! Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Das Fragezeichen ist wieder da. Ja, wir werden es irgendwann spielen müssen. Allein haut das nicht ab. Kann die Alte überhaupt nicht. Das Pferd. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Hey, look up, folks. Geh doch sein, oder? Ey, siehst du, dass ich da fahre? Arschloch. Mann, oh Meter, heute wieder. Den ganzen Tag. Wir sind richtig, oder? Da geht's doch lang. Nehme ich mal an. Ja, doch, klar. Ja, geht, ja, ja. Oh. Na mal, hey du misslauniger Wichser, ich geb dir den Bagger, den wir geklaut haben, steht bei Tantchens Hütte. Armleuchter. Yo, F, hab dich beim Live-Invader eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit, dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Schüssel.
scheiß die Wand an. Wo hat er mich reingeladen? Life Invader, wie komme ich denn dazu? Wie komme ich denn zu der Ehre? Medien und Unterhaltung. Was ist Life Invader? Ach, du ahnst das nicht. Halte meine Option offen. Fotos verfolgt Void. Lamar Davis, Simeon, Tonga Wiggins, Tonya Wiggins, Harold Stretch, Josep, Tanisha Jackson, und oh, Nicholson Bell, kenne ich nicht, Dana Elis, kenne ich nicht, Jamal Reynolds, kenne ich nicht, JB Bradshaw, kenne ich nicht, ach, der Vogel. Wieso heißt der Bradshaw? Naja, wurscht, egal. Franklin Customs, mein Profil. Er hat mich eingeladen. Life Invader. Öffentliche, das Private. Herr Kutz, Inc. Ink, Sprung, Feuble, LS Customs und Fotos. Fotos haben wir keine. Nein, Fotos gehen nicht. Denise Clinton, Lamar Davis, okay. Hat ein Update gepostet. Sind sauer auf dich, Mann. Wieso warst du nicht bei dem Treffen? Was auch immer in diese Spatzocken unter deinem Bett ist. Ich will, dass sie weg ist, wenn ich nach Hause komme. Was? Okay, heute lassen wir die Sau raus. Dass du dir den Schwanz nass machst, Nicker. Du kannst nicht ewig den gleichen Mädchen aus deiner... Wenn dieses Haus so 50% mir gehört, wieso putze ich dann 100% davon? Naja. Ich schulde ihm noch einen 20er, sag mal, hast du einen Arsch offen? Natürlich. Was zum Teufel ist mit dem Motorrad passiert? Warum musst du einen einfachen Job so kompliziert machen? Angestellte des Monats, was für ein Schwachsinn. Träume ich oder habe ich dich eben und Lamar in kranken Karren über den Del Piero Freeway brettern sehen? Ja, das kann sein. Ich brauche dich und Lamar wieder im Einsatz. Ein paar unserer Kunden haben sich dummerweise mit ihrem Kreditplan übernommen. Und da wundert man sich, warum Amerika in der Krise steckt. Naja, bei solchen Kunden. Naja, egal. Kann ich auch nichts dafür. Haben wir eigentlich irgendwas anderes? E-Mail oder so? Ich, nicht wir. Ach so. Arschloch. Hast du nicht schauen, wo du fährst? Da muss ich ja nicht lang, ach, da muss ich lang. Ach, mir fahren wir nochmal die Abkürzung. Abkürzung kann man das eigentlich nicht nennen. Ich habe Müll am Boden. Nicht könnte die falsche Hofeinfahrt. Die hier. Ach, das kann nicht wahr sein. Dieser Krüppelschuppe da vor der Tür. Die ist doch schon wieder high auf Drogen oder so, ha? Kann das sein? Get the fuck out of here. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga, shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin.
Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Alright, then. Shit. Warum muss ich das machen? Warum kann das JB nicht selber machen? Die faule Sau. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Was? Don't go all gangsta on me, honey. Where your wheels at? What, you ain't even got no car? Ich kann es ja leider nicht erschließen. Sonst würde ich es nämlich machen. Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Au. Ah, ich habe ja gerade den Kopf gestoßen. We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit. Mission fehlgeschlagen, weil die anderen nicht ins Auto einsteigen kann. Deswegen. Tonja wurde verletzt. Ja, ja, von mir aus. Lass die Tonne verletzt sein. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Where your wheels at? Ja. How you living? All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Mission fehlgeschlagen, du hast Tonja vergessen. Im Stich gelassen. Na und? Das Stück. Das kann hinten an meiner Anhängerkupplung hier, Mund auf. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Auch, endlich weg. Where your wheels at? Ich kann sie nicht mal. Ich treffe sie ja nicht einmal. Tanya, don't walk. No. Also lauf mal. Wenn du kommst mit oder du bleibst stehen. Alright, shit, where we going? Gut. Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged Gut, into this? Dann lauf mal. We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Spezialfähigkeit. Tolle Spezialfähigkeit. Was ist Spezialfähigkeit? Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliegen, Fahren, Lungenvolumen. Alles am Arsch. Naja, so halbwegs. Ja, wenn ich die alle nicht schlagen kann, dann machen wir es eben so. Laufen da noch irgendwelche Jungs rum, die ich nicht leiden kann? Komm aus dem Weg. Du stehst im Weg. Hast du den Gehweg für dich gepachtet? Was? Geh mir zurück zu Tonja. Die soll mir hinterher laufen, die dumme Pute. Und dann ihr Kindermädchen. Kommt sie hinterher? Ich höre was hinterher stiefeln. Gut. Da stehen immer noch 17 Dollar oben. Warum stehen da immer noch 17 Dollar oben? La-di-da-di-da-di-da. Na, Tonne. Was? Nimm bloß die Beine in die Hand. Ey, der Nei, ey. Da vorne ist es doch schon. Kehre zurück zu Donja. Ist mir wurscht jetzt.